Und die Vorstellung beginnt. Hi, hier ist wieder Love Tarot. Hallo, liebe Feuerzeichen. Schön, dass ihr euren Weg zu mir gefunden habt auf meinem YouTube-Channel. Falls du heute das erste Mal bei mir bist, hi, ich bin Martina, ich lege hier Tarot für dich. Und ich habe mir etwas überlegt. Und zwar gibt es jetzt eine neue Legung für den Sommer. Also, ich habe zuerst gerade eben die Wasserzeichen abgedreht. Die sind schon verfügbar. Ihr, liebe Feuerzeichen, seid jetzt die nächsten. Und zwar, wie mache ich das hier? Diese Legungen sind eigentlich dafür bestimmt, wenn du jemand Neues kennenlernen möchtest, also als Single. Gerade eben hat sich bei den Wasserzeichen aber auch schon gezeigt, dass sich dann, also falls du schon auf deiner Seelenreise bist, dass sich dann der Seelenpartner gezeigt hat. Ja, also es kommt, wie es kommt, sage ich mal, ne? Wir sind ja auch im Zeitalter des Wassermanns. Da sind sehr viele Zusammenführungen von den Seelenpartnern geplant und auch von oben so geschützt und gewollt. Deswegen kann das auch durchaus sein, dass wenn du sagst, hey, ich will wen anders kennenlernen, dass sich dann trotzdem wieder dein Seelenpartner zeigt. Wir schauen einfach gleich mal. Also schau dir auch deine anderen Platzierungen an. Und es ist alles mit Timestamps hinterlegt. Und für den Fall, dass du doch als Course-Watcher hier auftrittst, möchte ich dir nur sagen, es kann dann sein, ich mache zwei Seiten, mit diesem Deck hier. Mache ich deine als Feuerzeichen und mit dem anderen Deck, mit diesem hier, mit dem schwarzen, mache ich die Seite deines Gegenübers. Da mag es dann sein, dass wenn du Course-Watcher bist, dass sich die Rollen tauschen. Da musst du ein bisschen schauen. Okay, ich starte mit dir, Schütze. Genau, und ausgereinigt habe ich hier gerade schon. Und falls du eine persönliche Legung haben möchtest, sage ich dazu am Ende was. Und wenn es dir gefällt, vergiss bitte nicht zu liken, zu teilen, zu abonnieren, zu kommentieren. Alles, was du gerne da machen möchtest, hilft diesem Channel weiter, um weiterhin so schön zu wachsen und zu gedeihen wie in den letzten Monaten. So, jetzt aber zu dir, Schütze. Okay, Schütze, wir schauen mal für dich. Sommer 2024. Ich gucke erstmal in deine Vergangenheit. Schütze, es mag sein, dass du jetzt in letzter Zeit, das ist auch deine Karte, die Sechs der Stäbe, es mag sein, dass du in letzter Zeit, auch was die Liebe angeht, vielleicht so ein, nicht so ein Aha-Moment, das ist untertrieben, sondern so, ja, dass du dich in letzter Zeit halt auch ganz gut gefühlt hast, so, also so wie es ist. Oder dass es dir um eine Person geht und wo du jetzt in letzter Zeit so dieses hattest, so, ja, ne, also die Person aus der Vergangenheit, das war schon die Person, von der du denkst, das ist diejenige, mit der ich halt glücklich werden möchte. Also, oder möglichst für immer zusammen sein möchte. Neuanfangsenergie auf der Rückseite des Decks, der nah. Was ist in deinen Gedanken, Schütze? Eine Königin der Kelche, also ein Wasserzeichen, Fische, Krebs, Skorpion, ist in deinen Gedanken präsent. Also ja, das ist die Person wahrscheinlich aus der Vergangenheit. Und ich habe es gerade eben gesagt, ich wollte Readings machen für neue Personen, aber überall zeigt sich hier die Vergangenheit. Es tut mir leid. Es geht nicht anders, aber es geht den Kolleginnen auch irgendwie so, ne? Wenn ich das manchmal auf anderen Channels sehe, dass Single-Readings gemacht werden sollen, da kommen auch ewig die Personen aus der Vergangenheit. Und ich denke, das ist einfach dem Zeitalter, also der derzeitigen Zeitqualität geschuldet. Gucken wir mal weiter mit deiner Königin der Kelche. Also, oder wenn es kein Wasserzeichen ist, dann ist es eine Person, ja, die in dir Riesengefühle ausgelöst hat. Ja, also von der du denkst, dass das halt wirklich, wie ich gerade schon sagte, mit der Person willst du siegreich sein. Und es gab vielleicht auch in der letzten Zeit mal so den einen oder anderen Moment, wo du dachtest, du wirst schon siegreich sein. Und jetzt denkst du halt immer noch die ganze Zeit über diese Person nach. Was ist denn hier noch in deinen Gedanken? Ja, nicht alles, was gelaufen ist mit dieser Königin der Kelche oder diesem König der Kelche, lief fair ab, ne? Also es war auch einiges, also guck mal, du hast hier deine Königin der Kelche. Also auch wenn du eine Frau bist, die mir zuschaut und die auf einen Mann guckt, das ist eine Energie, ne? Ist okay. Königin der Kelche, Sieben der Schwerter. Also nicht alles, was gelaufen ist zwischen euch beiden, war ehrlich.
Vielleicht trägt hier auch jemand eine falsche Maske. Und letztes Mal, als ich das in einem Video gesagt habe, das war, glaube ich, letztes Mal Waage, da hat mir eine Dame drunter geschrieben, aber falsche Masken tragen ist doch zurückhaltend und edel oder irgendwie sowas hat die Dame drunter geschrieben. Ich meine in dieser Hinsicht halt die Maske im Sinne von, ich bin nicht ehrlich, nicht aufrichtig. Also was vielleicht meine Gefühle angeht. Ehrlich miteinander sein bezüglich Umgang miteinander oder so. Zum Beispiel, du siehst im Außen, dass es eine Person irgendwie nicht so richtig interessiert, was mit dir ist. Und im Inneren ist die Person halt so richtig am Zerdenken. Und ich glaube, Schütze, das bist du, dass du vielleicht auch in letzter Zeit nicht so richtig gesagt hast, was du wirklich willst, vor allem nicht mit dieser Königin der Kelche. Ne? Und ja, du wünschst dir, also in deinem Kopf ist, bitte lieber Gott, lass diese Falschheit rausgehen, oder diesen Lug und Betrug. Und bitte lieber Gott, mach, dass sich etwas Neues für uns beide auftut. Also, dass dieser alte Kreislauf des Lügens und Betrügens mit dieser Königin der Kelche endet und dass ich authentisch dazu stehen kann oder die andere Person halt, wie es auch passt. Oder es muss ja gar nicht wegen dazu stehen sein. Es kann auch wegen solchen Sachen sein, wie man ist halt irgendwie, man empfindet es als falsch, dass man zu weit voneinander weg wohnt oder ja nicht in der gleichen Stadt oder der eine arbeitet dies, der andere arbeitet das, man arbeitet in Gegenschichten irgendwie. Und das, was zwischen euch falsch läuft, also räumliche Distanz oder so, ne? Du denkst dir, Schütze, bitte, lieber Gott, mach, dass das aufhört, dass dieser Zyklus sich schließt und ein neuer sich für uns öffnet. Das sind gerade deine Gedanken zu der Situation. Wir gucken weiter, Schütze. Deine Hoffnungen, Wünsche oder auch Ängste. Du hoffst, dass diese Person genauso wie du siehst, dass uiuiui, ja, ich verstehe. Moment. Also, du hoffst, dass diese Königin der Kelche deine Partnerin, dein Partner ist, also auch dein Seelengefährte, mit dir in die feste Partnerschaft will auf lange Sicht. Du hast auch Gedanken dahin, also Hoffnung dahin, dass das Ganze auch, das war bei Fische auch, und das passt auch zur Königin der Kelche. Geh mal vielleicht zur Fische gucken, zum Fische-Reading. Vielleicht hast du auch ja, explizit mit dem Fische zu tun oder du guckst. Gerade eben habe ich, wie gesagt, Wasser abgedreht. Guck da vielleicht auch nochmal hin, ob da auch noch eine Botschaft für dich drin ist. Du hoffst auch auf, ja, so, dass es halt eine schöne Zeit zwischen euch beiden gibt, so eine leidenschaftliche, schöne. Aber die Angst ist halt da, dass du wieder es nicht halten kannst, Schütze. Oder der andere, ne? Das ist. Vielleicht hat das auch gar nichts mit der Person an sich zu tun, vielleicht hat das auch mit ehemaligen Beziehungen zu tun. Und dass du dann denkst, dass diese neue Person halt genauso schlecht dich behandeln wird wie die alte. Und wieder irgendwas anderes Komisches macht, ne? Weil irgendeine Vorgängerperson oder diese Person, da war es halt nicht schön eine Zeit lang, ne? Da wurde halt nicht ehrlich gespielt. Vielleicht gab es auch so Kämpfe und wenn es halt nur energetisch war, dass der eine den anderen energetisch weggeschubst hat oder irgendwie sowas. Okay, Stückchen trinken, es geht gleich weiter, Schütze. So, Schütze, deine Person in der Vergangenheit, deiner Person liegt was? Kommt raus, der Eremit, Jungfrauenenergie. Also vielleicht hast du mit einer Jungfrau zu tun. Aber hier sind die Person hat auch die Federstäbe auf der Rückseite vom Deck. Ne? Also diese Person sucht, also wenn sie dich bewusst noch nicht getroffen hat, dann erhofft sie sich auch, dass da bald, also jetzt gerade eben aus dem Rückzug heraus, wo die Person sich gerade befindet, erhofft die Person sich auch, dass wenn ihr euch nicht noch nicht begegnet seid, erhofft sie sich auch, ihren Seelengefährten bald zu treffen oder wenn ihr euch schon begegnet seid, dann hat diese Person so diesen Vibe von wegen, oh mein Gott, warum checkt Schütze das immer noch nicht, dass wir voreinander geschaffen sind? Und ja, Eremit, die Person ist im Rückzug gerade, sammelt vielleicht Kräfte, hat vielleicht auch andere Projekte gerade und ja, die ist gerade so ein bisschen dort, wo sie für ihre eigenen Sachen ihre Energie sammelt. Das ist auch ziemlich gut eigentlich. So, wie geht's hier weiter? Also, was ist in dem
Kopf von deiner Person schütze. Auch die Welt. Das ist super interessant. Du hattest gerade in den Gedanken auch die Welt. Es geht darum, ja, einen harmonischen Neuanfang miteinander zu starten. Also ich bin mir recht sicher, ihr kennt euch. Ich bin mir sehr sicher, ihr kennt euch, ne? Weil da kann ich mir anders jetzt irgendwie nicht vorstellen. Ja, harmonischer Neuanfang, Abschluss von Dingen, die nicht funktioniert haben und es wahrscheinlich auch in der Hinsicht, wie es gelaufen ist, niemals funktionieren werden, wünscht sich deine Person auch. Weitere Gedanken deiner Person? Ah, gut. Ich mache mal alle drei zusammen und dann zähle ich zusammen. Ah, ja. Deine Person hat Gedanken darüber, dass sie sich halt auch den Neuanfang wünscht. Also alter, nicht funktionierender Zyklus Ende. Macht sich aber auch Gedanken darum, ob es vielleicht Konkurrenz bei dir gibt. Und ich meine, alle Schützen, die ich so kenne, die sind ja auch sehr so, ja, ne, so, das sind halt attraktive Menschen, die auch wissen, wie sie ihre Reize einsetzen können oder ihren Charme. Ne? Und da hat dann deine Person vielleicht auch ein bisschen Bedenken darüber, dass du vielleicht ja auch wen anders haben könntest potenziell oder so. Und deswegen beobachtet dich die Person aus dem Kopf raus, ne? Eher aus der Ferne, weil das bremst hier gerade noch, dieses Konkurrenzdenken oder diese Angst vor Konkurrenz bremst gerade eben noch, dass sie denkt, ja, ich gehe jetzt los zu Schütze. Vielleicht möchte sie auch, dass du kommst. Auf jeden Fall beobachtet sie sich aus der Ferne im Internet gerne. Ne? Also Instagram, Facebook, was auch immer ihr habt. WhatsApp-Status, heimlich irgendwie sowas. Hohe Priesterin auf der Rückseite des Decks kann auch von einer Seelenpartnerschaft sprechen oder halt von der Intuition. Beim Sternzeichen her wären wir jetzt wieder bei Fische und Krebs angelangt. Also wirklich ziemlich wahrscheinlich ein Wasserzeichen bei dir. Okay. Was sind die Hoffnungen und Wünsche von dieser Person? Ist das süß, die Person möchte sich vertragen. Ach Gottchen. Ja, ich verstehe. Und hier schon wieder die Hohepriesterin auf der Rückseite des Decks. Also aus dem Rückzug raus sind die Hoffnungen und Wünsche. Und das ist irgendwie total süß, weil die Person ist halt im Rückzug. Und wünscht sich aber erstens ein Vertragen mit dir, drei der Kelche. Also dass einer von euch beiden den Mut hat, den ersten Schritt zu machen und zu sagen, hey, hey du, oder die andere Person, hey Schütze, wollen wir uns mal wieder annähern miteinander? Sieben der Kelche, ja, die Hoffnung ist halt, dass die Gefühle, also sieben der Kelche sind ja auch Illusionen, also dass es keine Illusion ist mit euch beiden oder dass die Gefühle halt genauso tief sind wie die ihren. Ne? Drei der Kelche und sieben der Kelche insgesamt macht halt auch zehn der Kelche. Also für diese Person bist du halt wirklich das Ultimo-Schütze. Ne? Und die Person erhofft sich mit acht der Stäbe Kontakt. Also ich würde mal sagen, du bist on fire, Schütze, für diese Person. Und die andere Person ist im Rückzug und hofft, dass du aus deinem On-Fire-Raussein dich bei ihr meldest. Ja, das erhofft sich diese Person. Das haben wir auf der Rückseite. Ach ja, wir hatten ja gesagt, ne? Wir hatten ja die Hohepriesterin. Okay, jetzt mache ich noch eine gemeinsame Energie. Eine Karte aus dem Deck von dir und eine aus dem von deiner Person. Schütze, Outcome mit dieser Person. Ja. Sie hat auch die fünf der Stäbe. Ne? Bei dir geht es darum, dass du jetzt, bevor du in Action kommst, erstmal deine eigenen Barrieren überwindest, die dich davon zurückhalten. Du bist ja auch als König der Schwerter, also so ein bisschen kälter, als du es eigentlich sein möchtest. Also bevor es hier das Happy Ever After gibt, musst du oder darfst du für dich nochmal gucken, was dich auffällt. Hast du vielleicht Konkurrenzangst wie deine Person da? Bist das eher du? Und darfst dann für dich gucken, hey, ich möchte aber mit der Person zusammen sein, dann gucke ich jetzt einfach mal, ob es da Konkurrenz gibt, bevor ich mir das Hirn drüber zermartere. Und Outcome für deine Person, das sind zwei. Toll, welchen nehme ich denn jetzt? Ich packe sie wieder rein und wenn sie rauskommen will, wollen sie rauskommen.
Vielleicht kommen sie nochmal. Meine Nase juckt. Entschuldigung. Na also, Outcome. 8 der Münzen. Deine Person bleibt zwar erstmal wahrscheinlich in ihrem Eremitenrückzug, aber 8 der Münzen. Deine Person arbeitet stark an sich selber und möchte dann dadurch auch die Verbindung halt stärken. Ne? Hat aber auch Angst, dass wenn sie jetzt hervorkommen würde, dass du Schütze mit 4 der Kelche sagst, ah nee, komm, geh weg. Ne? Okay, also interessant. Hier gibt es auf jeden Fall so, die Gefühle sind da. Auf beiden Seiten. Keiner macht einen Move. Also sehr interessant eigentlich. Und ja, dein nächster Schritt ist halt wirklich, aus diesem Konkurrenzdenken rauszukommen und dann ins Handeln zu kommen. Also du hast ja Angst, dass die Person wen anders finden würde, könnte. Oder diese Person hat Angst davor, kommt drauf an, wie rum du es jetzt sehen möchtest. Das ist für dich die Aufgabe und für deine Person ist die Aufgabe, halt im Rückzug zu bleiben und weiter an sich zu arbeiten. Und ich denke mal, ihr werdet dann zu gegebener Zeit sowieso von oben zusammengeführt. Dass dann gar keiner irgendwie mal strategisch sich was ausdenken muss, von wegen, oh, jetzt melde ich mich da aber mal und dann passiert dies und das. Das brauchst du alles gar nicht. Das kommt, wenn alles irgendwie von selbst. Alles klar, Schütze. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich wie immer über dein Like, dein Abo, dein Kommentar oder deine Teilung. Und gleich geht es weiter, wenn ich ausgeräuchert habe. Danke für deine Aufmerksamkeit wieder. Es geht gleich weiter mit Widder. Aber erstmal räuchern und ein Stückchen trinken. Ja, Widder, wie geht's? Wie ist der Sommer bisher? Ganz gut, oder? Bis auf, dass das Wetter nicht so passt, aber hey, ansonsten ist es doch ganz nett. Widder, ich mache jetzt deine Legung für den Sommer. Eigentlich, ich hatte auch bei Schütze auch schon gesagt, und bei den Wasserzeichen, ich wollte eigentlich gänzlich neue Liebe machen, aber wenn sich der Seelenpartner einschleicht, dann tut es mir leid. Wir gucken mal, was rauskommt. Also Widder, deine Vergangenheit. Deine Vergangenheit. Ja, Widder, du hast als Vergangenheit 6 der Schwerter. Also du bist gerade so ein bisschen, ja, du ziehst dich gerade zurück aus einer Situation, die halt vielleicht auch nicht mehr ganz so schön ist, wo du dir denkst, oh, nee, ich habe hier keinen Bock mehr drauf. Also es ist auch das Verlassen von einer Situation, aber jetzt nicht so aus dem Chaos raus, sondern so, du hast irgendwie das Gefühl, das lasse ich jetzt gehen oder das habe ich jetzt gehen gelassen, damit es für mich besser wird demnächst. In deiner Gedankenwelt wieder. Huch. Der Mond. Also vielleicht ist so mancher Widder ein kleiner Geheimniskrämer gerade. Und also oder die tiefen Gefühle sind angezeigt, vielleicht auch eine Person des Wassers, also Fische oder Krebs. Ja, dass vielleicht auch nicht so viel drüber gesprochen wird, wie sehr man in jemanden verliebt ist oder so oder in jemanden aus der Vergangenheit verliebt war. Oder du trägst halt auch noch Ängste aus einer alten Beziehung mit dir. Möglicherweise hast du Interesse, hegst du Interesse an einer Person der Erde, also an einer Königin oder an einem König der Münzen, Stier, Steinbock, Jungfrau. Und dann ist etwas gerade in deinem Kopf diesbezüglich. Es gab dann so einen Turmmoment oder wird noch so einen Turmmoment geben, der halt auch viel Klarheit, also erstmal so ein Chaos ausgelöst hat und erstmal so einen Moment so. Ne? Aber der gab auch Klarheit. Dieser Moment. Ne? Okay, wieder. Gucken wir mal weiter. Was sind deine Hoffnungen oder Wünsche diesbezüglich? Du möchtest, dass es einen Grund zum Feiern gibt mit 3 der Kelche. 3 der Kelche hast du als erstes. Grund zum Feiern. Du möchtest in eine Situation Frieden reinbringen mit der Mäßigkeit, also da so eine Balance reinbringen und so. Und du willst auch mit Justice, also mit der Gerechtigkeit, du möchtest auch, dass etwas halt fair zugeht, dass man dir gegenüber fair ist, dass das gerecht entschieden wird dir gegenüber. Also du hast ein paar Sachen halt gegeben
Und du möchtest halt dementsprechend auch was raushaben, so, ne? Also was meine ich zum Beispiel? Ich meine halt deinen spirituellen Weg zum Beispiel. Möchtest du jetzt gerne dann dafür auch irgendwie belohnt werden, so, ne? Und vielleicht fragst du dich gerade, wann kommt's denn und so, ne? Und vielleicht war das mit dem Turm auch erstmal so ein Dämpfer. Aber ja, ne, das sind so deine Wünsche, ne? Dich anzunähern, zu vertragen oder auch generell eine gute Zeit zu haben, so, ne? Aber bevor das passiert, darf noch sehr viel Transformation mit dem Tod Skorpion-Energie passieren. Dahinter haben wir auch die Kraft. Also dieses Jahr ist das Jahr der Kraft. Das heißt für mich auch immer, wenn die jetzt fällt aktuell, dass Dinge, die in diesem Jahr passieren, wichtig sind für den Grundstein für die nächsten Jahre, die so kommen. Okay, und jetzt schauen wir mal die Person, die in dein Leben kommen möchte, hoch oder für die du dich interessierst. Und die kam echt rausgeschossen. Was ist denn das hier? Ah ja, wir haben hier als erstes die Welt und die 5 der Stäbe. Aber bevor ich das gemacht hätte, wollte ich ja eigentlich erstmal die Vergangenheit von deiner Person. Entschuldigung, bitte wieder. Ah, die Vergangenheit deiner Person. 10 der Münzen. Also, deine Person, das hatte ich bei wem hatte ich denn das auch? Ich glaube, bei Skorpion. Hatte ich die als Vergangenheitskarte, die 10 der Münzen. Deine Person derzeit hat in letzter Zeit gedacht, also in der Vergangenheit gedacht, sie habe ihr Ultimo schon erlangt. Also dieses Nonplusultra, dieses Haus, Hof, Kind, dass das schon erreicht ist mit einer Person, dachte sie. Und jetzt ist es in den Gedanken, dass es, ja, also es spricht irgendwas gegen diese Harmonie mit der Welt und mit den 5 der Stäben. Irgendwas ist hier im Uneinklang so. Weiter, ja, und es soll mit der Mäßigkeit bereinigt werden. Es soll, ja, genau, ich zeige es nochmal hoch. Ich zeige es euch nochmal. Also, wir haben hier die Welt, was für die Harmonie und die Neuanfänge steht, neuer Zyklus. Und irgendwas steht dem Ganzen im Weg gerade mit 5 der Stäbe. Und das darf erstmal noch geheilt werden mit der Mäßigkeit. Und du hattest die Mäßigkeit gerade auch. Also geht es hier tatsächlich darum, guck, es geht hier tatsächlich darum, dass beide Seiten erst was in die Heilung bringen dürfen, bevor sich das entwickelt. Okay, was hat deine Person für Hoffnung? Okay, also. Der Gehängte auf der Rückseite des Decks geht darum, Blickwinkel zu verändern und aus so einem Stillstand, so einer Pause, so einer Zwangspause rauszukommen. Wir haben hier die 6 der Kelche, das spricht auch von Seelenverbindungen, von Past Life Romance. Wir haben den Page der Münzen, also vielleicht geht es hier auch um, wirkt hier auch irgendwo ein Kind mit rein. Und 2 der Schwerter. Es geht darum, man weiß, dass man eigentlich eine Entscheidung treffen müsste, aber man trifft sie im Moment nicht. Man möchte da nicht so gerne hingucken. Darum geht es bei deiner Person gerade. Also ich sehe da jetzt im Moment kein Movement zu dir. Im Moment nicht. Aber ich gucke mal, was die Tendenz gerade ist. Ich habe es vorhin gesagt, es ist ein Outcome, aber beim Schützen war es gerade eben auch erstmal eine Tendenz. Von deinem Deck wieder. Ja, für dich gilt es aktuell, die Karte, also Page der Schwerter ist halt auch so ein Student, ne? Also der braucht noch ein bisschen, der braucht noch ein bisschen Informationen, der sammelt auch noch ganz emsig alle Informationen zusammen. Du hast, glaube ich, wieder noch nicht alle Informationen zusammen, was diese Verbindung angeht oder was du noch in die Heilung bringen darfst. Du hast auch gerade die 5 der Kelche in deiner Energie. Das heißt, dass dich irgendwas aktuell halt nicht glücklich macht, wie es läuft, dass es halt besser sein könnte oder anders sein könnte und so. Aber im Moment ist für euch noch nicht die Zeit so richtig da. So, Outcome von deiner Person. Ja, aber trotz dessen, dass er oder sie das alles gerade so herrlich blockiert,
Er hat die 6 der Kelche oder sie auf seiner Seite und die 4 der Stäbe. Also da geht es halt wirklich um eine Seelenpartnerschaft. Ne? Aber die ist halt gerade wirklich noch sehr blockiert. Leider aktuell. Also wenn ich jetzt eine persönliche Legung für dich machen würde, könnte man nochmal anders gucken so. Aber das Kollektiv, was hier zuschaut, ist entweder gerade in Trennung vom Seelenpartner oder es geht darum, dass diese Begegnung noch nicht stattfand. Dass es darum geht, ne? Und dass sich das löst, wenn die Begegnung stattfand. Okay, Villa, das war interessant. Wenn es dir gefallen hat, wie immer, liken. Freue ich mich über dein Like, dein Abo, dein Kommentar, deine Teilung. Es hilft alles, diesem Channel weiter zu wachsen und zu gedeihen. Dankeschön. Schau auch deine anderen Platzierungen. So, und jetzt kommen wir gleich noch zu Löwe und dann sind wir mit diesem Video durch. Gucken wir mal. Also erstmal wieder räuchern. Löwe, hi. Wie geht's? Was macht der Sommer? Ist ein ganz neues Bündel und das qualmt so übel. Also Löwe. So, Löwe. Ich mache jetzt dein Reading für den Sommer, neue Liebe. Ich trinke vorher noch einen Schluck. Cheers, Löwe. So, Löwe. Erstmal auf dich mit diesem Deck. Deine Vergangenheit aktuell. Ah, der Magier. Löwe. Coole Energie. Es geht darum, in letzter Zeit bist du als Magier, als Stierenergie aufgetreten. Das heißt, du hattest alle Tools auf dem Tisch, um das, was du in die Wirklichkeit holen willst, also manifestieren möchtest, halt auch wirklich zu manifestieren. Also wenn du dir jetzt in letzter Zeit einen Kopf gemacht hast, was du weiterentwickeln möchtest an dir, es hat geklappt. Also so, ich sehe jetzt hier so Löwen so in Weiterbildung oder Umschulung, irgendwie sowas. Ja, oder auf dem Weg ins eigene Business, so, das ist ziemlich cool. Also, oder vielleicht auch ein neues Hobby angefangen oder so. Also, wir schauen mal weiter. Was ist gerade in deinen Gedanken? Ach, Löwe, du wünschst dir einen Neuanfang mit deinem Seelen. Boah. Okay, Löwe. Diese ganzen Readings sind sehr, die weltlastig. Ich habe das Gefühl, dass viele jetzt was Altes gehen lassen, jetzt im Jahr der Kraft und dafür was Neues, Tolles eröffnen. Guck mal, Löwe, in deinem Kopf ist die Harmonie, der Wunsch nach einem Neuanfang mit deinem Seelenpartner. Solltest du deinem Seelenpartner noch nicht begegnet sein, ersehnst du es dir. Aber solltest du ihm schon begegnet sein, dann sehnst du dich nach ihm oder ihr. Du möchtest gerne ja, in die Interaktion treten und du weißt auch, dass diese Person dein Schicksal ist. Ne? Rat des Schicksals ist hier. Okay, gut. So viel dazu, Löwe. Guck mal weiter. Im Moment sind das aber alles mehr so Dinge, die du halt in deinem Kopf für dich ausmachst. Denn es scheint so, dass im Außen die Dinge etwas stagnieren. Also, dass da jetzt gerade vielleicht kein Kontakt ist oder nichts weiter so, ne? Aber ich gucke mal weiter. Deine Wünsche, Hoffnungen in dieser Situation. Oh, du machst dir Sorgen, du machst dir große Sorgen. So viel Schwerter bei dir, Löwe. Du bist ein Feuerzeichen. Also diese Person. Auch wenn du eine Frau bist, die mir zuguckt, hat dich halt wirklich in deine tiefsten Emotionen gebracht, in die tiefsten Emotionen, die du jemals, also oder vielmehr anders, die du nicht hättest erahnen können, dass du so tief überhaupt fühlen kannst. König der Kelche auf der Rückseite des Decks. Der König der Kelche ist sich seiner Emotionen bewusst, aber er ist vielleicht nicht der größte Redner darüber. 9 der Schwerter, also du hoffst. Dass, falls du Albträume diesbezüglich gehabt hast oder Ängste, du hast die Hoffnung, dass sich das auflöst. Ne? Also, weil du hast noch die 2 der Schwerter da drauf gekriegt. Da geht es darum, dass du etwas nicht sehen willst. Du willst deine eigenen Ängste nicht sehen. Du willst halt Löwe sein, du willst stark sein und ja, gestärkt aus der Situation rausgehen. Und
Ja, aber natürlich ist es auch menschlich, für jeden von uns auch mal Angst zu verspüren. Das Geile ist, du brichst frei. Also wenn du noch einer jetzt hier in dem Löwe-Kollektiv bist, was sich noch Sorgen macht um diese Verbindung, brichst du mit dem Ass der Schwerter frei. Ich wundere mich nur sehr, dass du, weil wie gesagt, du bist ein Feuerzeichen, dass du hier so verkopft auftrittst, auch in deinen Hoffnungen, noch nicht mal in deinem Kopf. In deinem Kopf ist es viel schöner als gerade eben, was deine Hoffnung angeht, weil da weißt du, da ist die Klarheit da, diese Person ist meine Zukunft, meine Seelenpartnerin, mein Seelenpartner, mit dem oder der möchte ich alt werden, aber du hast ein bisschen Angst, dass du dir deine eigenen Hoffnungen zerschießt oder dass du dir die Hoffnung nur einredest. Dass das alles nur in deinem Kopf ist. Gucken wir mal weiter, Löwe. Deine Person. Die Vergangenheit deiner Person. Die Sonne. Ach, ist das schön. Glücklichste Karte im Deck. Deine Person hat kürzlich erst etwas sehr Glückliches erfahren oder erlebt. Vielleicht hat das auch mit dir zu tun. Ist auch deine Karte, also deswegen sage ich vielleicht auch mit dir, weil die Sonne ist dem Löwen zugeteilt im Tarot. Ja, also deine Person hat gerade eine gute Zeit, also definitiv. Oder sie versucht sich halt ein Stückchen abzulenken, auch von der Verbindung. Ja, aber im Großen und Ganzen kann ich dir mitteilen, deiner Person geht es ganz gut. Ist auch gerade hier auf ihrem Herrscherthron eine Person. Vielleicht ist eine Person, die in die Selbstständigkeit gegangen ist. Oder jemand, der halt gerade so, naja, Herrscher, so, ja, die Ordnung ins Leben bringt, quasi. Genau, so kann man es sagen. So, in den Gedanken deiner Person, Löwe, Gerechtigkeit. Der Kelche und die Nullen. Also, safe ist folgendes: Deine Person lebt gerade mit der Sonne und mit den Neun der Münzen. Wahrscheinlich ihr best Single Life ever. Also, es gibt ja immer so Single-Leben, die sind so ein bisschen trist und ein bisschen dröge, wo man sich denkt: Oh, kann ich jetzt mal aufhören, Single zu sein? Aber deine Person genießt gerade, was sie hat. Also, die ist glücklich. Mit sich alleine meinetwegen. Ne? Also das ist vielleicht auch so eine Art karmische Gerechtigkeit für deine Person. Vielleicht war die auch lange Single und lange traurig und im Moment geht es der aber gut. Das heißt jetzt nicht, dass es der Person zwingend ohne dich Bombe geht. Das heißt einfach nur, die ist okay aktuell. Ne? Neun der Münzen. Wenn das nicht für Single sein steht, steht das dafür, dass deine Person aktuell glücklich ist, wie es ist. Würde aber vielleicht auch gerne mit der Page der Kelche Move machen, so, ne? Aber im Moment, vielleicht will sie, deine Person, auch gegenüber jemand anderem gerade gerecht sein. Weiß ich nicht. Wollen wir mal. Das müsste man mal genauer angucken. Auf jeden Fall, im Großen und Ganzen geht es dir jetzt nicht schlecht. Das ist ja schon mal schön, weil wenn wir eine Person halt gern haben, dann ist es halt auch so, dass wir auch nicht wollen, dass es dir zwangsläufig schlecht geht. In den Gedanken, nee, Gedanken haben wir schon, in den Hoffnungen und Wünschen deiner Person ist was? Ja. Oh, süß. Oh, süß, ja. Deine Person strebt eine Zusammenarbeit an mit dir wahrscheinlich. Ziemlich wahrscheinlich. Also eine gute Zusammenarbeit, ein gutes Teamwork, das ist so der Wunsch. Ass der Münzen, erste Karte. Ja, es geht darum, stabiles Fundament zu schaffen für eine gemeinsame Partnerschaft. Herrscher, also mit Ordnung und auch also für so ein Zusammenleben, das klingt zwar dann manchmal für so ein Feuerzeichen für dich unspaßig, braucht es ja auch einer gewissen Ordnung und Regeln. Vielleicht auch deswegen, also Neun der Stäbe ist ja mehr so eine verletzte Karte, aber ich denke, es geht hier eher darum, dass die Person stur auch, also auch so der Herrscher kann ja auch so ein bisschen stur sein, auch stur dran festhält, dass das mit euch, mit dem Ass der Münzen halt was wird. Was ja eigentlich für eure Verbindung ziemlich gut ist. So. Ich ziehe jetzt noch aus jedem Deck eine letzte Karte, um zu gucken, was jetzt erstmal die Tendenz ist für Löwe.
Dein Gegenüber hatte auch gerade die Sonne, du auch die Sonne. Vielleicht gibt es also zeitlich gesehen wirklich diesen Sommer zwischen euch, wenn ihr beide die Sonne habt, eine glückliche Annäherung wieder. Und da werden gerade, du darfst jetzt die Entscheidung treffen, ob du die Annäherung machen möchtest oder nicht. Also bei den Seelenpartnern ist es ja immer so, ich sage dann immer aus dem Impuls raus, ja, aber auch wirklich nur, wenn du nichts erwartest, wenn du gar nichts erwartest. Und von deinem Gegenüber eine Karte bitte. 9 der Kelche. Ich sag's ja. Also möglicherweise dann aus der Verlustangst raus, kommt dann die Person dann aber auch schon recht stabil auf dich zu oder du auf sie. Könnte halt auch ein Wasserzeichen sein, ne? Ja, schwierig. Ich hab ja eigentlich alle Zeichen. Ich würde mich jetzt hier nicht aufs Zeichen festmachen. Aber das Outcome zwischen euch beiden ist halt, wir haben hier zweimal die Sonne, ne? Also, Outcome ist das größte Glück miteinander und die Wunscherfüllung miteinander. Kommt halt drauf an, wann. Ihr wisst, die Zeit ist relativ, die Zeit fließt, aber ja, es kommt. Keine Sorge. Und möglicherweise halt auch beim Gegenüber aus der Verlustangst raus. Das kann halt auch sein, ne? Okay, also super spannend. Auf deiner Seite liegen die Entscheidungen und auf der anderen die Verlustangst. Interessant. Alles klar, Löwe. Vielen herzlichen Dank wieder für deine Aufmerksamkeit. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über dein Like, dein Abo, dein Kommentar. Teil dieses Video sehr gerne mit allen, die Love Tarot kennen sollten. Und persönliche Legungen, Soul Talks, Channelings oder eins von meinen zwei Coaching-Programmen für Seelenpartner oder die Selbstliebe in dir finden, Self-Love Pathway, findest du alles in der Infobox auf meiner Webseite. Ich freue mich über deine Kontaktaufnahme. Ja, vielen herzlichen Dank wieder für die Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal sage ich euch, mögen wir uns wiedersehen. Bye!